Hallo, hallo. Heute mal kein unvermittelter Einstieg. So, Einleitung habe ich richtig drauf. Einleitung kannst du, das Ja, stimmt. wie geht's dir so? Und warum hast du schon wieder kein Internet? Mir geht's ganz gut. Und wie geht's dir so? Ja, alles fit. Alles fit. So, schauen wir mal. Wieso ist das hier alles so verschoben? Gute Frage. Hast du schon einen Gegner gefunden? Ja, wir spielen gegen Komak. Ah, okay. Der kommt mir bekannt vor. Wobei, mir geht's gut, ja. Aber mir wurde heute schon Bad Hair Day vorgeworfen. Deswegen, vielleicht geht's mir doch nicht ganz so gut. Ich muss mir schon heute einiges über meine Haare anhören. Ach, keine Sorge, man gewöhnt sich an sowas. So, klappt denn alles? Sieht so aus. Perfekt. So. Alle sehen uns, dann kann ja nichts schief gehen. Natürlich auch ein herzliches Hallo an den gesamten Chat, also auf Chess24, auf Twitch und auf YouTube. Wir sehen natürlich alles, was ihr schreibt. Ich habe das Gefühl, heute wird wieder ein langsamer Tag. Denkst du ja? Ja, ich habe das Gefühl, meine Figuren ziehen schon wieder so langsam. Das kann eigentlich gar nicht sein. Mann. Okay. So, Pfefferminz, sie sagt, Haare abschneiden, Problem gelöst. Kann euch sagen, das stimmt nicht. Schwierig. Schwieriges Thema. Okay, ja, okay. Nein, nicht vor viel, fragt alles. Wieder okay mit dem LeeChess-Account, Sonja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Josephine, aber mein LeeChess-Account wurde gehackt. Gehackt. Ja, der wurde einfach gehackt. Ich hatte einen kurzen Nervenzusammenbruch, aber dann habe ich mir einen Snickers geschnappt und dann ging es auch wieder. Und ja, es ist alles wieder in Ordnung. Ich habe meinen Account zurück, ich habe ein neues Passwort, es ist alles safe, alles in Ordnung. Es war viel Aufregung um darum. Und hat jemand Videos mit dem Leeches-Account gemacht oder warum wurde er gehackt? Nee, ich weiß, das Ding ist, ich weiß auch nicht, warum Leute einen LeeChess-Account hacken. Es wurden zwei Taktikaufgaben gelöst, also eigentlich nicht gelöst, weil ich hatte dann minus 78 oder so. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er einfach nur meine Punkte runterspielen, kann sehr gut sein. Aber gerade bei Taktikaufgaben. Ja, Taktikaufgabe, was weiß ich, keine Ahnung. Er hätte auch mein Brett, meine Brettfarbe verändert und so, aber. Kann man nichts machen, kann man nichts machen. Ich habe auf jeden Fall meinen WeChess-Account wieder zurück. Ich habe jetzt ein sicheres Passwort. Und Relativ auch seit sicher. Monaten keine Partien gespielt. Und seit, Halt, genau. welches neue Grünfeld-Repertoire? Ist es schon raus? Da stand, das kommt erst im März. Habe ich was verpasst? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das hat mich gerade Nee. sehr, sehr getriggert. Nee, alles gut, alles gut. Ich Oder wusste hat auch noch noch wer nicht, dass anders es. eins gemacht? Kann man D2 schlagen? Sehr berechtigte Frage, Hobbyspieler. Ich habe leider nicht gesehen, dass der hängt. Okay, aber jetzt hängt hier auch was. So, also, Eierchen, ich will wissen, welches Grünfeld-Repertoire. Von Jaroslav Krasowitzki. Es kommt doch im März eins von Peter Swidler. Also nichts gegen Herrn Krasowitzki, aber das ist Peter Swidler. Ja, aber es ist eine super Eröffnung, oder was sagst du, Sonja? Ist eine super Eröffnung auf jeden Fall. Ist so super, dass ich es noch nie gespielt habe. Man muss halt fleißig sein dafür. Ich weiß nicht, Grünfeld ist einfach immer so an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ich habe alles Mögliche außer Grünfeld versucht. Fast nichts außer Grünfeld. Nee, stimmt eigentlich nicht. Ich habe schon öfter mal was anderes gespielt. Also. So. Meister Eder, du hast völlig recht. Ich muss mir hier einiges antun und einiges anhören. Ich danke dir. Mir wurde gerade gesagt, ich habe ein gutes Herz. Nett.
Oder? Ich find's auch süß. Ja. Okay. Grünfeld ist wie Neidorf. Weiß hat 10 Züge, die alle spielbar sind und Schwarz genau antworten muss. Ja, ist doch super. Findet ihr das nicht gut? Ja, nee. Das Ich genau meine also Ding. ich bin da halt auch nicht so, ne, nicht so dahinter, deswegen. Ah, ich habe gehört, dass Anish Giri gesagt hat, sein Night of Course wäre so für Leute so bis 1800. Hab das dann mit ein paar Bekannten diskutiert. Wir waren alle mehr so der Meinung, dass das so, also bis so schwacher GM kann man das schon ganz gut benutzen. Das sehr faszinierend, wie wenig Ahnung die Leute haben, was Spielstärken so sind und Okay, aber bedeuten. also mir ging es genauso mit diesen Yusupov-Büchern, diese Tigersprung-Dinger. Weil manche fand ich so richtig, richtig schwer. Und dann dachte ich so, okay, das ist schwierig. Ja. Deswegen generell, ich glaube, so richtig gute Leute, denen fällt es halt schon schwer, dann einzuschätzen, okay, das ist dafür, das ist dafür. Also ich habe auch jetzt ein Taktikbuch gelöst. Da waren so zwei Tests drin. Im ersten Test wurde ich als 16 bis 1800 eingeschätzt, im zweiten dann immerhin 2000. Stark. Ja, fand ich sehr beruhigend. Das ist stark, ja. Aber zum Glück hat Tatjana gesagt, sie würde auch 300 Punkte draufpacken, dann hat es wieder gepasst. Es war faszinierend. So. Team Spanisch bin ich auch. Also. Aber Spanisch kann ich ja nicht mehr. Also kann ich schon mit Schwarz spielen, aber. Aber nicht gegen D4. Naja, was wird bei YouTube los? Keiner da? Bei YouTube ist anscheinend das Ding ist, wir haben heute einfach sehr starke Konkurrenz. Also Title Tuesday, dann ist glaube ich Anish Giri gerade am Stream, Peter Swiedler ist am Stream. Ja, Peter Swieder Also streamt aber Title Tuesday. ja, Aber erst hat ja, er ein ja. bisschen Puzzle Storm gespielt, um sich warm zu machen. Ja. Ey, gut, aber ne, also es ist viel los, deswegen. Das stimmt. Ja, also bei Twitch ist alles gut wie immer, bei Chess24 auch, nur bei YouTube ist irgendwie keiner da. Aber das kommt bestimmt noch, wir haben ja gerade erst angefangen. So, ist schon matt? Wahrscheinlich nicht. Was kann man denn machen? Ich kann aber auch B3 einnehmen, vielleicht mit dem Läufer. Sieht gut aus. Die treuen Fans sind da, ja, das reicht locker. Ich habe auch festgestellt, wenn man so wie Hikaru, so 26.000 Leute im Chat hat, man liest doch gar nichts mehr, oder? Ist das dann nicht irgendwie voll doof? Ja, ist richtig doof. Sorry, ich musste gerade einen Kommentar lesen und über den muss ich sehr lachen. Ich weiß, es gibt so ein Video, da sagt so ein Kerl, dass er die Lizenzen A, B, C und die 6 hat. Und das bringt mich jedes Mal so zum Lachen. Ich verstehe es auch nicht. Es ist eigentlich gar nicht so witzig, aber ich muss trotzdem die ganze Zeit drüber Ich lachen. wollte gerade fragen, ob du es mir erklären kannst, aber. Ich werde es dir mal weiterleiten. Du wirst dir so denken, nee, Ah, ich glaube, dachte ich das mir ist nicht eben ganz. gerade schon, aber gucken wir mal. Ich glaube, das ist nicht dein Humor. Aber ich lieb's einfach. Ich lieb's. So. Was ist denn hier los? Alles so verschoben. Ist ja super nervig. Ich muss das jetzt immer zurechtdrücken. So. Achso, ich hab weiß. Gut. Ach, wieso wart ihr letzten Donnerstag dran? Sonja ist eine schwer beschäftigte Frau. Richtig, ich hatte am Dienstag keine Zeit und deswegen haben wir Donnerstag gemacht. Aber eigentlich müsste das bei Chess24 und so überall angezeigt worden sein. Auf YouTube ist ja auch immer so eine Anzeige und so, deswegen, Ja, gut, aber wenn man nicht mit rechnet, ja. das stimmt natürlich. Seht ihr, da habt ihr Spanisch, da stellt man irgendwie die Figuren hin. Nein, nein. Ach ja. So, was sagt der Chat denn noch so? Nicht so viel, nicht so viel. So, Figurin, na gut. Hallo an alle. Und gern geschehen die Partie Komak. Läufer B7.
Und ich glaube, ich muss es diesen Stream einfach ein bisschen häufiger sagen. Aber ja, ich habe wieder Kontrolle über meinen DHS-Account. Und Vielleicht wenn du hätten denkst, du warst nur fast zu spät, das hat sie schon mal gesagt, also warst du wirklich zu spät. wir. Vielleicht hätten wir den Titel einfach so nennen sollen. So, ich habe meinen Können wir nicht einen DHS-Account. Stream mit Jess24 machen und sagen, Sonja hat ihr Leeches-Account wieder? Aber ich spiele da ja nicht. Ach so, stimmt, du wirst nur gehackt, ja. Ich werde dann gehackt und genau. Ich bin da einfach nur. Wer von euch spielt heute? Josephine spielt heute. Das erkennt man in ihrem an den exzellenten Partien, würde ich sagen. Wer von euch hat das Rating im Keller gespielt? Mini Schach, das war ich. Also eigentlich spielen wir es immer abwechselnd in den Keller. Was? Aber hoffen wir, dass wir heute die 2-4 schaffen. Okay. So, hier musst du am Mittwoch dann den gemeinsamen Account von dir und Josephine verwenden oder wird der vom Kugelbuch genommen? Ich weiß es gar nicht genau. Das Lustige ist, ich habe absolut null Informationen wegen morgen bekommen. Es hieß einfach nur so, sei morgen da. Ich wusste nicht um wie viel Uhr. Ich wusste nicht genau, was das Format ist. Ich wusste gar nichts. Wurde mir gestern ein bisschen erklärt dann. Vielen Dank dafür, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir nehmen einfach den von Kugelbuch, würde ich sagen. Also. Weiß ich nicht genau, aber würde ich jetzt einfach mal so annehmen. Volltrottel habe ich früher B4 zugelassen, aber hat es zum Glück nicht gemacht. Ich meinte, ich will Leon der Profi schauen. Wie hat dir der Film gefallen? Ja, es hat so ein. Also ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht durchgestiegen. Also ich habe hier ein bisschen Angst, jemanden zu spoilern, aber also, wenn die da irgendwie alle abknallen und dann stellt sich heraus, die, die alle abgeknallt haben, sind von der Polizei. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was eigentlich abging. Aber es war, also erst dachte ich, so ein typischer Mafia-Film. Und dann hat sich herausgestellt, die Mafia war die Polizei. Und dann habe ich nicht mehr durchgeblickt. Aber also, es gab viele Tote und so, fand ich ganz gut. Hab aber auch nicht verstanden, warum das 12-jährige Mädchen so viele Freunde hatte, die in ihrem Leben schon Sex hatten. Da bin ich auch nicht durchgestiegen. Wie hieß der Film? Leon der Profi. Aber so ein Leon. spanisches Leon. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aha, okay. Ja. Sag mir nichts, sag mir nichts. Werde ich mir wahrscheinlich auch nicht angucken nach der Beschreibung von dir. Klingt jetzt nicht so nach einem Film für mich. Haben wir doch letztes Mal schon festgestellt, dass du den nicht kennst. Ja, aber jetzt werde ich ihn auch nicht schauen. Also ich Oh. habe echt nicht durchgeblickt. Ich habe. Mariana findet den super. Ja, du bist anscheinend nicht der Einzige. Oh, okay. Ich hab letztens Parasite gesehen. Und ich dachte, der wäre richtig krass, weil ich meine, der hat ja Oscars gewonnen, keine Ahnung, der war überall richtig gehypt. Und ich habe ihn gesehen und ich fand den halt irgendwie gar nicht krass. Ich gucke in letzter Zeit immer so Horrorfilme und ich weiß am Ende des Films immer schon nicht mehr, was passiert ist. Dann frage ich mich immer, warum mache ich das eigentlich? Und sie sind auch, glaube ich, eigentlich immer richtig schlecht. Also. Aber ja. Sonja bleibt lieber beim Captain zur See, das ist richtig. Der bringt mich zum Lachen. Das ist einfach gute Laune pur, deswegen ich. So, Läuferpaar. Schwupps. Ach so, und wie viel Uhr beginnt morgen das Match, Clemens? Das fängt um 12 Uhr an. Das habe ich jetzt auch endlich mal mitbekommen. Top 5 für Leon der Profi. Ja, aber Leute, also bei Filmen bin ich so. Also, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich eine zu hohe Erwartungshaltung habe, weil mir ist eigentlich nicht klar, was ich erwarte. Vielleicht ist genau das das Problem. Mir gefällt eigentlich nichts. Und, naja. So. So, ich google den Film jetzt. Okay, 1994 Baujahr. Alt. Baujahr. Ich wusste nicht, dass man Baujahr auch zu Filmen sagt.
Minischar ist heute noch in Natalie Portman verliebt. Ach. Lausa macht eine Inhaltsangabe in 5 Minuten, mach mal. Da muss ich mir das auf Wikipedia nicht durchlesen. Ich will so gern E von F5 machen, aber das ist bestimmt nicht so gut hier. Eigentlich schwer vorstellbar, dass das nicht gut ist. Was mache ich denn dann? Machen wir erstmal den. Okay, also Thomas Schlömer vom Filmspiegel sagt, gefühlvolle Inszenierung, exzellenter Schnitt, packende Story, ein Meisterwerk. So ähnlich habe ich das doch auch gesagt. Genau, bei dir klingt das genau so. Oh Mann. Jetzt guckst du vielleicht doch, ja? Nee, der Zug ist abgefahren. Wann werdet ihr geimpft? Naja, wahrscheinlich nicht so bald, ja? Also. Vermutlich nicht, ja. Ha. Ich muss einfach mal Züge machen, ja? Gut, gut. Will der Springer E5 machen? Vielleicht. Aber Springer E5, dann. Ah, okay, dann auf sowas wie Springer G4? Naja. Ne, mich hat vor allem genervt, dass er dann den Läufer angreift. Also, okay, aber Läufer B1 und dann wäre nicht so viel gewesen, oder? Nee, aber ich weiß auch sonst nicht, was ich ziehen soll. Deswegen dachte ich, ziehe einfach mal irgendwas. Gegen wen spielen wir überhaupt? Gegen Fidelef. Ah. Okay, okay, okay. Dann werde ich jetzt einfach mal über die Zeit ziehen müssen. Das ist meine Taktik. Gefällt mir. Was fehlt euch am meisten durch den Lockdown? Was ist denn Läufer H3? Naja, also Schachspielen. Ich mag auch so ein bisschen meine Freiheit. Also so meine eigenen Entscheidungen treffen, wann ich wohin will und so. Ist ja jetzt momentan gerade nicht so. Aber ja. Sonst. Das ist eigentlich so das Hauptzeug. Okay. Bei mir ist es Freunde treffen, reisen, essen gehen. Alles, was man normalerweise machen durfte. Aber meistens glaube ich Freunde treffen. Also wirklich auch mal mehr als einen. Wäre ganz schön. Meine Güte, macht mich das hier schon wieder fertig. Ins Gipsen gehen, genau. Ins Gipsen gehen, du weißt ja, wie der Hase läuft. Ich dachte, das gefällt dir nicht so da. Ja, aber generell einfach feiern gehen. In eine Bar gehen, feiern gehen, wie auch immer. Ist schon, fehlt schon, würde ich sagen. Aufgegeben. Ich danke dir, Fidelef. Sehr respektvoll. Ich werde mit Sicherheit auf Zeit verloren. Wenn wir das mal festhalten können. Irgendwas ist doch heute anders mit der Seite. Mehr als einen Freund haben, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt, oder Josefine? Was habe ich gesagt? Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Mehr als einen Freund treffen, das du. Richtig, genau. Also jetzt macht nicht so. Sieht das jetzt vernünftig aus? Nicht so, ne? Okay. Ich will nicht die Passwörter verwalten, ich will das kleiner machen. Okay. So, E4, da kann schon mal kein Albi ins Gegengambit. So. Na mal, komm. Gucken wir mal Neid auf. Oder wie, oder was? So. Okay, Josefine, du sollst anscheinend The Night Comes For Us gucken. Ist ein indonesischer Kampffilm. Oh, Kampffilm klingt gut. Ja. Es sterben einfach viele Menschen auf recht brutale Art. Klingt immer besser. Das ist das eine, also so, das ist die Beschreibung des Films. Das klingt sehr gut.
So, hat Sonja ihren Account von dieser anderen Schachseite wieder? Genau, wir nennen hier keine Namen. Aber ja, habe ich. Habe ich. Vielen Dank. Mariana sagt, Sonja, du hast eindeutig mehrere Freunde gesagt. Sie hat schon Treffen gesagt, also. Ich habe irgendwo Treffen gesagt. Okay? Bleibt ruhig. Bleibt ruhig. Könnte auch mal wieder Bloodsport gucken. Den habe ich lange nicht gesehen. Um was geht's denn da? Das ist auch so ein Kampffilm. Mit Jean-Claude Van Damme. Oh, den kenne ich. Den kenne ich. Den habe ich mit meinem Papa geguckt, das erste Mal. Aber ich weiß nicht, ob es den bei Amazon gibt. Die Seite, deren Namen nicht genannt werden darf. Nee, das ist die andere. Das. Aber es gibt hier viele. Oh, ich muss echt mal wieder Harry Potter gucken. Da wäre ich mal wieder dabei. Turm. Warum spielen die heute eigentlich alle so gut? Weiß ich auch nicht. Also, ihr spielt Aber. immer gut, sowas nicht gemeint. Sowas nicht gemeint. Aber, Ich finde es lustig, wie er seit einem halben Jahr immer fragt, ob ich die Filme gesehen habe. Obwohl er eigentlich ganz genau wissen müsste, dass ich die definitiv nicht gesehen habe. Also. Film und gesehen haben schließt sich quasi aus. wo ist eigentlich Patrick? Vielleicht beschäftigt. Patrick? Kann ich jetzt nicht nehmen. Ups. Doch, kann ich anscheinend. Okay. So. So. Nein, nicht zu viel gesagt, habe neulich nochmal die beiden Heiligtümer des Todes geguckt und die waren echt besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich muss sagen, die einzigen Harry Potter-Filme, die mir nicht gefallen haben, waren, glaube ich, was war das denn? Der Halbblutprinz? Den Und ich. mochtest du nicht? Nee, den mochte ich nicht, weil da irgendwie nichts passiert ist. Das hat halt einfach so zur Story beigetragen, aber an sich ist halt einfach nichts passiert. Ich fand eigentlich alle gut. Und mit welchen fand ich noch nicht so gut? Ich glaube, der erste vom Heiligtümer des Todes. Aber ich habe sie auch lange nicht mehr gesehen. Oh, der läuft also sogar weg. Ich dachte, ich greife den mal an und gucke dann mal, was passiert. Gut. Wir haben ja gegen jeden schon mal gespielt, wa? Warum ist denn das hier alles heute schon wieder so langsam? Letztes Mal ging es doch auch. Das wieder zurechtschieben, ja. So. Machen wir mal D4. Mach doch sonst auch mal E4. Ja, Blindpartien gibt es nur, wenn Sonja spielt. Dann kann ich blind spielen. Obwohl Von wir jetzt auch mir. dieses komische Blindbrett haben, ja. Stimmt, ich hab's gesehen, Matthias. Also Matthias spielt heute auch Geschwätzblitz nach uns. 22 Uhr, ja. Genau, 22 Uhr. Aber ja, ich habe auch seine Session gesehen, als er blind gespielt hat. Ich war sehr beeindruckt. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur mal kurz reingeguckt. Die neue Playzone schon ausprobiert? Ja, wir haben schon mal reingeschnuppert. Oh Mann. So.
Was denkst du eigentlich, Josephine? Morgen spielen ja Jan und Fabian Krane von den Rocket Beans gegen Kugelbuch und mich. Was denkst du, wer da gewinnt? Ich kann dir sagen, ich habe keine Ahnung, wer Fabian Krane ist und kann das daher nicht beurteilen. Okay. Er hat mal Spitzenbrett in wie hieß das? Sozen? Sözen? Keine Ahnung, also er hat schon mal ein paar Turniere gespielt. Gut, dann gewinnen Jan und Kugelbuch, Jan und Krane locker. Also. Was soll denn das heißen? Also, tut mir leid, aber. Clemens sagt, Krane ist so gut wie Kugel. Ja, gut, aber dann steht das ja außer Frage, oder? Also. Ich meine, ihr müsst ja dann einfach nur mal den Durchschnitt ausrechnen. Ja, das Okay, ist es geht völlig natürlich richtig. schon auch ein bisschen darum, wie man sich versteht, aber wenn die wirklich echt gleich gut sind, dann sollte es eigentlich schon relativ deutlich sein. Also. Ja. Werden wir morgen das Defort Gambit mitsehen? Das bleibt unter Verschluss. Das ist ein Geheimnis. Wir haben uns auf jeden Fall ausgetauscht und verschiedene Eröffnungen. Ne? Aber ob Stafford wird, ja oder nein, das kann ich so jetzt nicht sagen. Ihr habt die 2 4K. Ja, kurz, kurz. Bis ich hier auf Zeit verliere. Okay, aber kurz bleibe Kommentiert ich hier. ihr beide beim nächsten Turnier wieder oder macht ihr wieder die Pre-Show, Sonja? Warum Also ich redet ihr eigentlich immer von ihr? Ich habe doch schon seit Monaten nichts gemacht. bin. Ich mache wieder die Pre-Show. Ich will wieder in den Pausen da sein. Ja. Jan hat Stafford geübt, beziehungsweise üben lassen. Ja, ich glaube, Jan ist ja ein Fuchs. Muss man Also ja ich nicht meine. üben, da zeigt man 3 Züge und schon steht man auf Gewinn. Ich meine, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir Jan da in der Eröffnung kriegen. Also Jan auf gar keinen Fall, ja. Deswegen, wir müssen darauf hoffen, dass Fabian zu sehr von Kugelbuch abgelenkt ist. Und dann wird das was. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Okay, also du hast eine Figur. Mehr? Als ich das letzte Mal gezählt habe, habe ich eine weggenommen. Ja. Ich habe gerade eine Mail bekommen, dass Chess24 live ist. Das ist denen ja früh aufgefallen. Hoffentlich zieht er mich nicht über die Zeit. Ich habe auch das Gefühl, dass es eher mit der Zeit schwierig wird. Sonst würde ich halt 3 Partien mit der Zeit spielen, aber Ja. irgendwie ist heute echt schon. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also beim letzten Mal war es echt nicht so langsam. Bestimmt ist es einfach, weil Anish Giri spielt und da ist die Seite ein bisschen überfordert dann. Das kann natürlich sein. Nicht matt? Matt, 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 matt. Oh! Matt, matt geht vor Zeit. Sehr gut. So. So stark. So langsam. Okay. Den kennen wir auch noch nicht. Okay. Sorry an alle mit 2,5 und so. Ich mache heute einen entspannteren Stream. Entspannten Leute. Hier, wenn ich schon hier so ein Zeithandicap hab, dann. So.
Gibt es morgen einen Schiedsrichter? Ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht wurde noch einer organisiert. Keine Ahnung. So, weil, also ich weiß ja sowieso gar nichts. Deswegen, mich könnt ihr nicht fragen. Ich habe nichts mitbekommen. Mir wurde nichts gesagt. Ich bin einfach da. Ich werde einfach da sein. Da hätte ich ja nicht zugesagt, wenn ich nichts wüsste. Ja, ich hab halt vor, ne? So, ich dachte, dann kriege ich noch Infos, wenn ich zusage, aber irgendwie kam dann nichts mehr. Bertramisch. Was ist denn Bertramisch? Und wer ist Nico? Wer ist Nico? Keine Wer Ahnung. ist denn jetzt Nico? Weiß nicht, aber Nico wünscht sich Bertramisch. Nico? Bekommt ihr euer Honorar nach Gegner-Elo? Wie ihr seht, nein. Nee, sonst würden wir hier keinen Entspannten machen. Moment, was ist denn das hier für ein Spruch gerade eben gewesen? Stopp, stopp, stopp. Was steht hier? Muss am Montag zum Friseur, sehe aus wie eine Mischung aus Fabiano und Sonja. Ich glaube, da geht es um die Länge der Haare. Das war kein Diss. Ich muss mir schon genug anhören über meine Haare, Leute. Jetzt entspannt euch. Hier nicht ein Turm mehr? Die Dingtasse sieht aus wie Svidler. Also warum denken bei mir immer alle, dass ich eine Ding-Tasse habe, wenn ich eine Swidler-Tasse habe? Ja, aber jetzt denken Sie, Bei dir, also dass Swidler wie Swidler aussieht. ich hab auch eine Swidler-Tasse. Ich hatte auch mal eine Magnus-Tasse, die ist aber leider abhanden gekommen. Aber ich habe auch eine Swidler-Tasse und finde sie sehr süß. Ich würde mir aber auch eine Tasse kaufen, wo du drauf bist, Josephine. So ist es nicht. Ach, herrje. Ja. Ich warte da drauf. So lange warten. Also, die wirst du dir wahrscheinlich selbst machen müssen. Dann mache ich mir die selbst. Das ist auch gar kein Problem. Ich habe genug Bilder von dir. Ich wette, so viele Bilder hast du nicht, so wie die Ich DSJs, habe ja. schon. Ich habe genug Bilder von dir. Ich habe schon viele Fotos von mir. Wahrscheinlich hast du mehr Fotos von mir als ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wer spielt eigentlich? Josephine spielt. Ja. Was habt ihr eigentlich immer alle mit Friseuren? Könnt ihr 100 Endspiele von Blüberer empfehlen? Ich muss sagen, dass ich mir das schon lange mal angucken wollte. Ich habe bei irgendwem, bei Rajabov habe ich mal reingeguckt. Aber irgendwie war ich dann immer zu faul, weil das kommt immer so abends. Da habe ich immer keine Lust mehr zu denken. Ich habe die ersten, ich glaube, ich habe die ersten drei Aufgaben Gut, ich gesehen. glaube, die ersten drei sind halt gerade nicht so spannend, ja. Oder? Ja, und dann habe ich halt abgeschaltet. Also ich glaube, als ich bei Rajabov reingeguckt habe, wurde es schon irgendwann mal spannend. Aber, wie gesagt. Aber also ich glaube, dass das schon sehr, sehr lehrreich ist. Also guckt euch das an. Ich weiß auch nicht, wie gut Matthias war. Guckt euch auch das an. Tauschen, komm. Muss man sich irgendwo anmelden, um in diesen Ratings und so aufzusteigen? Gute Frage, ja. Also weil Leute, die nicht im Verein sind, können ja theoretisch auch eine DWZ haben, die wird nur irgendwie nirgends angezeigt. Aber die gibt's, also die existieren schon noch. Aber, also grundsätzlich glaube ich, wenn man so ein Rating haben will, sollte man im Verein spielen. Man muss halt Turniere spielen. Also da hast du jetzt momentan sowieso schlechte Karten. Ja. Welche Endspieler sind besonders wichtig?
Also Tormentspiele sind sehr wichtig, weil die kommen halt super oft vor in der Praxis. Bei Bauernendspielen tut es auch weh, wenn man sie nicht kann, ja. Also gerade die Ja. einfachen. Ja, okay, das stimmt. Also ich glaube, das sind so die wichtigsten. Alles andere ist so. Also gibt schon noch andere Sachen, die man können soll, aber ich glaube, Tormentspiele sind das, was am häufigsten vorkommt. Okay. Gut, Schachmatt. Einfach nur stark. Ja, war ganz nett, dass er mir den Bauern auf B7 gegeben hat und danach noch den Turm und so, ja. Fidelef, wir haben doch heute schon gespielt. Nicht zweimal herausfordern. Er will halt noch mal. Ich will hier nicht ausgetrickst werden. Alle wollen mal. Bitz ist Wie auch mal. viel Elo braucht man für WGM? 2300. Und nein, das ist nicht gleich GM, das sind unterschiedliche Sachen. Für GM muss man besser sein. So. Schwupps. Okay, E4. Genug Quatsch gespielt. Ah, hier wird Blühbaums Blindgeschwätzblitz empfohlen. So, Chat, was gibt's Neues? Erzählt mir, wo Patrick ist. Isabelle ist nämlich auch nicht da. Das finde ich ein bisschen kurios. Aber Moment, es ist 19:34 Uhr. Das bedeutet, guckt ihr Berlin Tag und Nacht? Isabelle ist nie ohne Patrick da, oder? Also, er schon mal ohne sie, aber sie nie ohne ihn. Okay, aber kann es sein, dass er jetzt. Chat, ihr wisst es doch besser als ich. Guckt der Berlin Tag und Nacht? Wo ist er? Denkst du, die laden uns ein, wenn sie heiraten? Das fände ich äußerst kurios. Würdest du hingehen? Eher nicht. Eher nicht, aber wir würden drüber nachdenken. Nein, würden wir nicht. Ich wollte nur nicht ganz so böse klingen. Als ob du Nein sagen kannst. Zu einer Hochzeit von jemandem, den ich nicht kenne, da stehen die Ja. Chancen, glaube ich, gar nicht so schlecht für meine Verhältnisse. Aber ich meine, sie gucken zusammen unseren Stream, das verbindet natürlich. Ja. Könnte auch schon, also es gibt schon Sachen, die mehr verbinden, ja. Also das, Nein, nicht mal viel sagt Sonja, würde safe gehen. Klar. Also Hochzeiten haben halt den Vorteil, es gibt kostenloses Essen und kostenloses Trinken, ne? Ja, essen und trinken. So ist es. Auf wie vielen Hochzeiten wart ihr bisher? Ich war auf einer. Ich auf zwei. Und ich habe so ungefähr zwei offene Einladungen, bei denen keiner weiß, ob die Hochzeit jemals stattfindet. Oh, Clarissa ist da. Die Sophine Clarissa ist da. Wir haben hier eine neue Frau im Team. Okay, hallo Clarissa. Hallo Clarissa, ich hoffe, dir geht's gut. Wer heiratet? Safe Eric. Panther Chess, darüber machen wir keine Witze. Und der würde mich nicht einladen. Also keine Sorge. Sonja, hast du dich schon mit Trash TV-Wissen für morgen eingedeckt? Na klar. Ich weiß, wie ich Jan ablenken kann. Und so mache ich das. Ich werde auch noch von Fabian Krane die Artikel raussuchen, weil er hat ja gestern gesagt, in dem Stream mit Jan, hat er gesagt, dass es anscheinend, dass es da Berichte über ihn gibt. Die werde ich schön raussuchen und morgen vorlesen. Dann ist er auch abgelenkt. Aber um Fabian mache ich mir keine Sorgen, weil ich glaube, Kugelbuch kann ihn da schon ganz gut ablenken. Ich glaube, das kriegt er ganz gut hin. Deswegen Jan versuche ich so ein bisschen mit dem Bachelor und dann Claudias House of Love oder so, kriegen wir hin. Wir lenken ihn einfach ab. Und dann gewinnen wir auch Zeit. Das ist der Plan. Jetzt habe ich eigentlich so null Vorteile.
Ja, Adrian fragt, ob alle zu eurer Hochzeit eingeladen sind. Zu wessen Hochzeit? Und deiner und Kugelbuchs. Ich dachte von meiner und Erics jetzt. Du heiratest aber viele Leute. Ich bin, ja, nee, ist bis jetzt noch nichts geplant. Aber ihr erfahrt es natürlich als erstes. Chat und Mädels. Wie hat sie Jonas gerade genannt? Kugelbuch. Ich nenne ihn jetzt Kugelbuch. Ich muss mir das mal angewöhnen, weil er mag das nicht so, wenn ich ihn Jonas nenne. Kurios. Ist kurios, ist kurios. Aber ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, nachdem ich gehackt worden bin. Weird Flex, aber ja. Und ja, natürlich hole ich die Psychotricks raus. So, ich meine, sonst wird schwierig. Nikolas fragt, seit wann du mit Kugelbuch zusammen bist. Das geht dich gar nichts an. Nikolas. Das ist meine Antwort. Ach so, hier ist so die Frage her, sind wir zu Kugels und Sonjas Hochzeit eingeladen? Ja, von Twitch, von wo sonst? Als ob irgendwo anders jemand darüber reden würde. Stimmt natürlich. Oh, stimmt. Jan kann man auch gut mit seinen Haaren ablenken. Einfach immer sagen, dass sie nicht sitzen, das stimmt. Das Gute schreibe ich mir auf. Ein erwachsener Mann. Sonja, wie wäre es, wenn du Latzhose trägst zur Ablenkung? Habe ich schon drüber nachgedacht, aber ich glaube, das zieht nicht so. Ich glaube, das zieht nur bei euch, Chat. Ich glaube auch. Pantanchess sagt, wie jetzt Kigi, ich weiß nicht, wer Kigi ist, und Sonja heiraten und Jan und Eric sind Trauzeugen. Wann geht's los? Also, ich versteh nicht, wie man jetzt auf Jan und Eric gekommen ist. Sind halt zwei Namen, die hier öfter mal im Raum stehen. Das stimmt. Hättet ihr Zeit und Interesse, als Simultanspieler gegen Schachvereine zu spielen? Natürlich online. Kommt auf die Schachvereine an. Also grundsätzlich würde ich einfach mal ja sagen. Ja. So, Turm in Spiele. Hast du irgendwas? Du hast einen Bauern weniger, oder? Nee, hast du nicht. Zählen. Zählen ist ein bisschen Ich schwierig. habe nicht mitbekommen, dass ich einen verloren habe. Nee. Ich glaube, das gewinnst du auch. Zum Der Glück habe ich Plan eine ist Minute morgen mehr. Kran über die Zeit zu ziehen. Das ist richtig. Das ist richtig. Mir ist aufgefallen, dass er ziemlich langsam ist. Und einfach, Kugel muss ihn einfach in ein Gespräch verwickeln und einfach ganz viel über Thailand reden. Und dann ist er so abgelenkt, dass er keinen Zug mehr macht. Das ist der Plan. Sehr durchdacht. Ich weiß doch, ich weiß es doch. Ich glaube, du gewinnst heute einfach jedes Spiel. Schauen wir mal. Machen wir jeder Partie plus eins, ja? Ja, das Ding ist, ich habe mal geguckt, ich habe beim letzten Geschwätzblitz habe ich jede Partie bis auf eine gewonnen und am Ende hatten wir trotzdem minus 25. Das ist auch wieder super gelaufen.
Ah ja, ich ziehe sie einfach über die Zeit. Okay, sonst habe ich auch was mehr, also. So. Was habe ich hier für eine Notification? Also bei meiner Hochzeit seid ihr nicht eingeladen. Ob ihr bei Sonjas Hochzeit eingeladen seid, weiß ich nicht. So. Das sind nur noch so starke. So. Wieder zurechtschieben. Aber ich bin schon bei deiner Hochzeit eingeladen, oder? Das klang jetzt so, ihr nicht, ihr alle. Dich kenne ich ja. Okay, gut. Gut, ich wollte nur sicher gehen. Wer von euch beiden wird denn früher heiraten? Wer weiß, wer weiß. Schwierige Frage. Wir kommen einfach Josi ungefragt. Ja, ich Ihr wette, die denkt Hexen hat wirklich, ihr werdet erfahren, wann meine Hochzeit ist? die Also. Hexen, die hacken sich in deinen Kalender rein, ich sag's dir. Und dann stehen sie auf einmal da. Dann sind sie da. Ja. Das ist schon klar. Heiraten ist heutzutage überbewertet. Das ist sehr unromantisch. Sehr, sehr unromantisch. Jetzt, wieso sind wir jetzt eigentlich so auf dieses Thema Hochzeit gekommen? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen. Weil du immer Love Stories am Start hast. Achso, ich habe. Stimmt. Stimmt, das habe ich ja völlig vergessen. Wir sind einfach immer da. Irgendwann kommt sie schon. Die lauern. Der Chris lauert. Gibt's nur eine Location auf der Welt, wo man heiraten kann, oder? Stimmt, stimmt. Clemens, du hast völlig recht. Josephine wird früher heiraten, die ist auch massiv älter. Stimmt, du bist die Ältere von uns beiden. Das stimmt. Das ist ein guter Aber ich habe Ansatz. weniger Typen am Start. Clemens gefällt mir. Wollt ihr Lobster. wirklich kirchlich heiraten? Eher nicht so. Also, ich bin ja auch nicht gläubig und so. Das, da bietet sich das nicht so an, glaube ich. Ich würde es gerne. Du bist ja Aber auch. sehen wir mal. Ne? Sehen wir mal. Ist noch ein langer Weg bis dahin. Ne? Erstmal safe eintüten und dann können wir weiter gucken. Mit der Hochzeit tütet man sie doch safe ein. Von Kugelbuch bis zur Hochzeit ist es nicht weit. Der Held kriegt am Ende immer die Prinzessin. Okay, Pfefferminztee. Du hast mir eben noch gesagt, ich soll meine Haare abschneiden. Also ich weiß nicht, ob ich dir so vertrauen kann. Kennt ihr euch im Tennis aus? Absolut nicht. Im Tennis, ne. Wir verteilen uns auf die Locations, die es gibt. Die meinen das ernst, Josephine. Die wollen da sein. Ich merke das schon. Verliere ich jetzt den D5 oder was? Das kann doch nicht sein. Und ich habe auch eine halbe Minute weniger. Okay, aber Springer C schlägt D5, oder? Ja gut, aber ich konnte den ja nicht mehr decken. Hm. Also selbst der F kann ja schlagen. Ja, vielleicht lasse ich das so. Nee, doch. Keine Ahnung. Könnt ihr Josephine ein bisschen lauter Jetzt machen? nicht, aber danach gerne. Also gebt mir 1,5 Minuten oder vielleicht weniger. Okay. Aber ich spiele erst die Partie zu Ende. Sonst bin ich euch zu laut, jetzt bin ich euch zu leise. Nichts kann man richtig machen.
Sonja, warum lacht man auf Bildern? Die Frage verstehe ich nicht. Soll das irgendwie Kritik sein? Willst du mir irgendwie was sagen? Geht es dir nicht gut? Hast du Probleme mit meinen Bildern? Was ist los? Ich glaube, wir haben gerade die gleiche Frage Ich gelesen. glaube, wir haben gerade dieselbe Nachricht gelesen. Oh Da ist Mann. jemand nicht so ganz up to date. Nee, da ist jemand, ne? Da Voll hat knapp. jemand gepasst. Oh Mann. Wild, 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 wild. Auf E3 hat er auch noch. Ist ja ein Trickser. Naja. Wird schon schief gehen. Sonja, fragt doch Jan einfach morgen bei dem Turnier, wie das so war, als er bei The Mentalist mitgespielt hat. Also tut mir leid, aber Simon Baker, also. Ist eine Klasse für sich, ja. Aber du magst ja eigentlich keine blonden Typen, gell? Ja, Simon Baker hat Klasse. Außerdem hat er immer einen Anzug an. Das gibt schon Okay, also mit extrem dem viele Anzug. Pluspunkte. Okay, also mit dem Anzug kriegt man dich. Aber wie? Du bist einfach so schnell. Ja, aber meine Primos funktionieren nicht. Warum funktionieren deine Primos nicht? Keine Ahnung. Siehst du? Was zum Geist? Siehst du? Er hatte 0-0 und ich verliere auf Zeit. Mann, Er hatte ey. aber auch verdächtig stark gespielt für 1300. Das stimmt. Aber trotzdem habe ich auf Zeit verloren, als er schon 0-0 hatte. Das könnt ihr im Stream nachgucken. Okay. Gut. Sollen wir schon mal eine Schachtorte basteln? Fände ich super. Würde ich nehmen. So. Für die Hochzeit? Nee, ich dachte jetzt einfach mal so für zwischendurch. So. So. Naja, machen wir wieder E4. So, wieder mal gegen Frischling. Voller Groupies im Chat. Sehr gruselig. Ja. Ja, die Groupies. Gerüchten zufolge bereitet sich Jan mit dem Captain zur See auf morgen vor. Wenn er das macht, ne, da hat er mich ausgespielt. Da hat er mich wirklich ausgespielt, wenn er mit den Sprüchen um die Ecke kommt. Dann liege ich unterm Tisch. Jan hat Schachlizenz A, B und C und die 6. Ich muss einfach jedes Mal drüber lachen. Ich kann es auch nicht zurückhalten. Es tut mir leid. Ich muss einfach lachen. Okay. Es ist einfach schön. Wie geht es eigentlich cool, Sonja? Ich glaube, dem geht's ganz gut. Josephine denkt sich einfach nur WTF. Ja, Josephine denkt sich so, von was redet sie? Und das Ding ist, Josephine wenn denkt sie. sich, können wir eigentlich auch mal über was anderes reden. Das stimmt. Aber über die Lizenzen müssen wir einfach nochmal kurz reden. Ja gut, aber ich weiß ja immer noch nicht, was das ist, also. Ja, vor allen Dingen, wenn ich dir das zeige, du wirst es halt überhaupt nicht witzig finden. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so niedrig. Ah. So, okay. Sieht schon wieder gut aus für dich. Wahrscheinlich schon. Was bedeutet die 41 in der Klammer? Das ist unser 41. Geschwitzblitz. Ist das eigentlich schon damit gezählt, als wir letztes Jahr schon mal gestreamt haben? Ja, Wahrscheinlich nicht, oder? doch, doch. Ja? Die zählen das einfach fortwährend. Okay.
Josephine habt ihr aber jetzt nicht lauter gedreht, Ach oder? so, ja, wartet, ich mach. Ich habe ja noch 4 Minuten auf der Uhr. So, jetzt müsst ihr noch mehr von mir hören, ihr Arm. Du hast doch eine wunderschöne Stimme. Unheimlich. Du hast sogar den, ich weiß, viele haben das auch geschrieben gehabt, dass sie gemerkt haben, dass du diesen Clip sprichst, wo das Turnierformat erklärt wird. Naja, ich habe gehofft, keiner kriegt's mit, aber. Also ihr fragt mich jedes Mal, ob ich irgendwann in Janistan auftauchen werde und ich sage jedes Mal sehr sicher nicht. Ihr seht doch, dass ich nicht mal mehr in Chess 24 Streams auftauche. Wieso denn dann in Janistan? So, ist jetzt matt? Das ist immer so eine Stellung, wo man rechnen muss. Das ist eigentlich nicht so das, was ich heute wollte. Aber das sieht doch Das super sieht schon aus. ziemlich fett aus, ja. Das sieht halt echt richtig gut aus. Angenommen, ihr würdet einen Schachspieler heiraten, würdet ihr euren Nachnamen auch wie die Lubbes bei einer Partie Schach aussuchen? Also ich würde den Namen meines Mannes annehmen. Ich finde, das gehört sich so. Ich würde da keine Partie drum spielen. Um die Frage einfach zu beantworten. Nein, ich würde darum keine Partie spielen. Also ich dementsprechend auch nicht. Obwohl ich hoffen würde, dass mein Mann gewinnen würde, aber. Ja, gut, also ich meine, wenn du sowieso sagst, ich nehme den Namen von meinem Mann an, dann hat es ja auch gar keinen Sinn. Das So. richtig, ja. Ja. Ich würde jetzt gerne auf H6 schlagen, und das ist bestimmt nicht so gut. Ah, ihr wollt doch immer, dass wir hier lustige Sachen machen, oder? Das stimmt. Wird Josephine jetzt Tagesschausprecherin? Könnte ich mir vorstellen. Ich mir jetzt wiederum nicht so. Warte, auf Okay, und 8er. Helmut sagt, der Clip, der war aber sehr gut gemacht. Das stimmt. Ich habe mir auch echt Mühe gegeben, das war ja gar nicht so einfach. Also man muss ja in einem richtigen Tempo sprechen. Das, soweit habe ich nicht gedacht, als ich gesagt habe, ja, kann ich gerne machen. Vor allem auch mit so viel Begeisterung und so, ne? Ja, hast du den auf Englisch mal gehört? So richtig mit Spannung, so als wäre das so richtig, richtig krass, was da abgeht. Also so mit diesem, ja, und dann gibt es noch ein Armageddon. Es wird auf jeden Fall ein Armageddon geben. Ja, das hat er, ich hab das ja nur übersetzt, das hat der Englische sagt halt das. Also, wenn ich das jetzt auch noch schreiben müsste, dann würde das nicht so klingen. Aber, ja. Stimmt, es wird Bedarf geben. Es wird Bedarf geben, richtig. Ja, ich wüsste nicht, wie man das übersetzen soll. Ich habe eine sehr gute Stimme für sowas. Vielen Dank. Vielen Dank. So, Springer H6. Dann hängt irgendwie was auf H3. Mal auf G8 nehmen, kann nicht schaden. Guck mal, der Chat, der hat das auswendig gelernt. Naja, ich merk's schon. Der hat deinen Clip auswendig gelernt. Warum habe ich die Figur geopfert? Weil du was Cooles machen Oh, wolltest. aber Läufer F5, ouch. Aber warum ist Läufer F5 so schlimm? Oh, okay, und dann Läufer H6. Okay, ich verstehe. Na, was mache ich denn danach, Läufer F5? Also, ich meine, ich kann irgendwie am Ende mal Turm G5 machen oder so, aber das kann es ja nicht sein. Muss es aber wahrscheinlich. Aber das ist ja dann schon ein Turm. Aber Springer D5 ist halt auch kein nützlicher Zwischenzug oder so. Ja, vielleicht ist Läufer G6 ein nützlicher Zwischenzug, aber ich weiß auch nicht. Schauen wir mal. Für Josephine würde ich auch einen Badeanzug anziehen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Bin auch ein bisschen verwirrt. Ich wollte es aber trotzdem einfach mal vorlesen. Aber was jetzt mit König. Ach nee, König F6 geht nicht. König Okay, verstehe F6 ich. geht nicht so gut, ja. Ja. Also es bleibt wie immer nur über die Zeit ziehen, ja? Ja, aber der hat halt noch ein bisschen was, ja. Kann man jetzt Minute. nicht noch Dame E7 Und dann machen mache ich oder so? F4. Und wenn du nimmst, dann Turm F5 Schach. Okay. Das ist natürlich immer noch schlecht, aber. Ja, wir waren gerade noch über 2-4, das ist richtig. Ja, aber der hat mich über die Zeit gezogen, der Arsch.
Wer Möhrchen mit Nachnamen eigentlich Kuhlwo heißen? Oh Mann. Oh Mann, Leute, bitte. Meine Güte, eure Witze sind ja echt der. Ich fand, also das ist ja wirklich ein ganz anderes Niveau heute. Ja. Hast du dich hier noch irgendwie rausgerettet gerade? Das hat mir gerade einen Bringer geschenkt. Ja, irgendwie schon, oder? Jetzt schenkt er mir den auch noch, okay. Ich nehme Hä, das was macht alles, er? Frischling. Was macht Ich er glaube, denn er ist einfach jetzt? nervös. Ich glaube auch. Nehmen wir. Ich habe da jetzt sogar eine Figur mehr. Ja. Ich bin so ein Fuchs. So, und dann verstecken wir mal den König. Jan ist es peinlich, wenn er unter 3-1 ist. Jan hat auch ein Studio zu Hause und muss das nicht mit seinem Laptop machen. Ich könnte wetten, das hat auch Einfluss aufs Ergebnis. Ist das bei Chess24 nur ein Nebenjob? Ja. Ja, gar keine Chance. Du hast ihn ja komplett auseinandergenommen. Okay, zum Okay, gewonnen. Next. Hab ich nicht schon gegen Johnny Bilou gespielt? Was ist denn mit Justin? Wo ist Justin? Justin Goto. Okay. Annehmen. Weil der schien mir neu zu sein. Das ist ein Mexikaner laut Flagge. So, bin ich jetzt eigentlich laut genug, Leute? Es gab ja keine. Aber es gab keine Beschwerden, ja, das heißt wahrscheinlich schon. Frischling sagt danke für die Partie. Kein Problem, Frischling. Immer wieder gern. Genau. Ah, Johnny Bilou, okay, dann nehme ich dich gleich noch an. Keine Sorge. Immer entspannt, wir haben ja noch eine halbe Stunde. Sound ist okay. Sehr gut. Rauscht ziemlich, seitdem du lauter bist, sagt Nikolas. Tut mir sehr leid. Also ich glaube, dass heute tatsächlich beide Laptops rauschen. Ja. Also bei meinem ist es ja Standard, deswegen bei mir kennt ihr es ja schon. Spielt ihr beide abwechselnd? Ja, also wir spielen immer in den Shows abwechselnd. Also heute spiele ich, beim nächsten Mal wieder Sonja. Und Genau. Ihr könnt mir ja mal in den Chat schreiben, was ihr dann nächstes Mal von mir gerne nehmt. Warte, das habe ich falsch formuliert. Ihr könnt mir ja in den Chat schreiben, was ihr nächstes Mal für Eröffnungen von mir sehen wollt. Oder generell einfach ein Thema, irgendwas Bestimmtes, keine Ahnung. nach einer Stunde ist mir aufgefallen, dass Josephine eine sehr hübsche Bluse heute trägt. Sie muss sehr hübsch sein, wenn es dir erst nach einer Stunde aufgefallen ist. Du Ja. trägst aber auch eine sehr hübsche Bluse, das muss Ja, man trotzdem sagen. Dankeschön. Ja. Ich habe ja keinen Anlass mehr, was anderes als Hoodies zu tragen, deswegen dachte ich, gönne ich mir mal. Ja, Stafford, Jungs, Stafford, ja, okay, Stafford und Also wisst ihr, ich Bartholomew. lehne es irgendwann ab, diese Show zu produzieren, wenn hier Stefan gespielt wird. So, ich meine, ja, okay, Stafford, alles klar, aber ich meine, ich habe auch mal Weiß. So, und es kann auch mal D4 kommen. Und ihr wollt doch vielleicht auch mal was lernen, oder? Das stimmt. Und in Stafford kann man höchstens Vorteilsverwertung lernen. Aber auch eher mit Weiß. Bisschen schottisch. Endlich mal was Ja. einigermaßen Vernünftiges. Ihr könnt ja auch mal schreiben, wie wir die nächste Show nennen sollen, Das wäre noch weil. besser, ja. Wie ihr seht, läuft das nicht so, wenn wir uns das ausdenken. Bert, ich weiß immer noch nicht, was Bertramisch ist. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Was das ist.
Katalanisch, okay. Ich glaube, ich google jetzt, was Bertramisch ist. Ich google jetzt. Sebi, Stafford muss man nicht googeln. Es ist besser, wenn du das nicht kennst. Kalaschnikow. Grünfeld. Das hättet ihr euch heute wünschen sollen. Ich versuche übrigens schon den ganzen Abend Albions Gegengambit zu spielen und es kam kein D4 her. Ja. Wenn ich das vielleicht mal festhalten könnte. Aha. Nur Länder als Eröffnung, aber es haben doch fast alle Eröffnungen Ländernamen, oder? Ja. Ist da nicht irgendwie der Witz ein bisschen weg? Noch nie den Lubis zugeschaut. D4 Springer C3 Läufer F4. In meiner Datei heißt das, glaube ich, Jobava Quatsch oder so. Hallo, das habe Naja. ich auch mal gespielt. Danke Ja, dir. gut, du weißt ja auch, dass es Quatsch ist, oder? Ich habe damit trotzdem gewonnen. Ja, aber Hin und das lag ja her. nicht an der Eröffnung, sondern daran, dass es Quatsch ist. So. Sondern daran, dass es Nein. Quatsch ist. Das bin ich verwirrt. Kann ich jetzt nicht auf E3 nehmen? Kann ich, oder? Schauen wir mal, ob ich das kann. Ich möchte es gerne mal ausprobieren. Okay, jetzt hängen zwei Bauern. Das habe ich schlau gemacht. Vielleicht damit D2. Das heißt Bertramisch, fragt Nico. Ja, also ich glaube euch das schon. Bin mir aber sehr sicher, dass Springer C3 Läufer F4 in den meisten Büchern als Jobava-System bezeichnet wird. Aber gut, wenn Nico das sagt. Ist auch gut, dass es in deiner Datei als Jobava Quatsch Ne, ich drinsteht. weiß nicht, ich glaube, es heißt tatsächlich, weiß nicht, ich hab. Ah ne, ich habe nur einen Ordner, der heißt E4 Shit. D4 da heißt ja, glaube ich, D4 Stuff. Und dann wahrscheinlich. Vielleicht heißt es Jobava-System, weiß ich nicht genau. Warum haben eigentlich nur Eröffnungen Namen und keine Endspiele? Das stimmt ja so nicht, oder? Es gibt schon auch viele Endspielstellungen, die Namen haben. Ja, der Sound ist super. Danke euch. Wir wissen's. Und nee, ich habe heute meine Heizung nicht an. Elefanten. Ja, okay. Süß, dass sie mir jetzt die ganze Zeit irgendwelche Eröffnungen reinschreibt. Aber ihr solltet euch überlegen, wie wir den Stream nennen. Ja, genau. Ich Das war dachte, eigentlich, was wir wollten. genau, das war eigentlich der Plan. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich stehe hier nicht auf Gewinn. Nee, irgendwie nicht so ganz. Justin spielt einfach gut. Das stimmt. Aber naja. Alles außer Stafford, so nennen wir die Show. Und da wäre ich direkt dabei. Oh Mann. A3. Okay, man hätte schon A4 machen sollen, vielleicht, ja. Exquisite Eröffnung mit Sonja und blindes Spiel mit Josephine. Also, ich sehe schon, wir wollten jetzt mal wieder eine Blindpartie sehen, ja. Ja, sie wollen dich einfach sehen. WGM, mega nice. Also ich muss dazu sagen, der Titel gehört nicht mir, sondern der Titel gehört Josephine. Ne? Also nur Das so. entspricht der Wahrheit. Ich bin da einfach nur mit drin, aber der Titel gehört nicht mir. Aber du arbeitest ja drin, habe ich gehört. Ich arbeite da dran. Ich bin ja richtig, richtig nah an meiner ersten WGM-Norm. Ja, Sonja, wie viel fehlt dir noch bis zum WGM? Also mir fehlen drei Normen und ungefähr 150 Elo. Also ich bin fast da. Ist knapp, ja. Nächstes Jahr bin ich da.
Was braucht man für WGM für ein Rating? 2300. Ich spiele kein Stafford. Oh, das ist vielleicht fürs nächste Mal, also wenn ich wieder dran bin. Ja, oder ja, alles außer Stafford oder so. Wie gewinnen wir das jetzt? Finde ich auch schön. Finde ich auch gut. Gefällt mir. Stimmt, ja. Was piepst denn da immer im Hintergrund? Also piepsen sollte eigentlich nichts. Ich höre nichts piepsen. Ich höre auch nichts piepsen. Wie habt ihr beide angefangen mit Schach? Ich war in der Grundschul-AG. Und ja. Story zu Ende. Schöne Geschichte, schöne Geschichte. Ich habe es von meinem Bruder bzw. von meinem Vater gelernt. Mein Vater kann auch, mit dem habe ich auch immer ganz viel Schach gespielt. So, wen wollt ihr jetzt? Wollt ihr jetzt hier. Wo ist er denn? Johnny Bilou. Da ist er. Hab's ja versprochen. Hab mich auch mal dran gehalten. Habt ihr Geschwister und wenn ja, spielen sie auch so gut wie ihr? Also ich habe keine. Ich habe einen älteren Bruder. Und der war lange Zeit besser als ich. Und mein Ziel war es immer besser als er zu werden. Und mittlerweile bin ich das. Auch schon seit mehreren Jahren. Aber ja, mein Bruder war auch mal ganz gut unterwegs. Und er hat jetzt auch wieder die Liebe fürs Spiel entdeckt. Unter anderem dank Josephine. Deswegen, Josephine, vielen Dank dafür. Gern geschehen. Wo kommt denn jetzt Eric Rosen her? Jemand hat gefragt, wer das Stafford Gambit unter die Streamer gebracht hat. Ah, okay. Wie groß ist der Unterschied zwischen WGM und IM? Elo-Norm ist ja die gleiche, oder? Nee, die Elo-Norm unterscheidet sich um 50 Punkte und die Elo, die man braucht, 100. Also es ist schon ein ordentlicher Unterschied. Sonja, von dir gibt es ein Video mit Papa. Ich weiß es doch. Minischach, ich weiß es doch. Ich bin nur informiert. Ja, das stimmt. So. So, warum stehst du schon wieder richtig gut? Tue ich das? Weil ich habe Albins Gegengang mitgespielt, wollte ich nur mal anmerken. Ja, gut, das hast du ja jetzt extra für die für den Chat gemacht. Für Emre habe ich das gemacht. Emre, wo bist du? Bist du da? Wenn nicht, ja, also nochmal spiele ich das nicht. Ja, das kannst du jetzt nicht mehr unter die YouTube-Videos kommentieren. Ja. Deine Eltern haben auch Fotos von dir, Sonja, nur dass du es weißt. Okay. Die haben sogar relativ viele Fotos von mir. Finde ich jetzt grundsätzlich nicht so überraschend. Finde ich auch nicht ganz überraschend. Finde ich eigentlich ganz okay. Ist in Ordnung. Ja. So, und da ich jetzt gesehen habe, dass schon zweimal gefragt wurde, was wir von Frauentitel halten, und werde es auch sowieso jedes Mal beantworten. Also ich finde es gut. Ich habe auch definitiv kein Interesse daran, meinen Titel abzugeben. Und bin ich bei dir. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Was haltet ihr vom Titel für die nächste Show 2 Prinzessin und das königliche Spiel? Sag ich nein. Überzeugt mich auch nicht so richtig. Nee. Aber danke für den Vorschlag, Markus. Aber ja. Das ist nicht ganz mein Fall. Wir sind keine Prinzessinnen. Also ich bin keine Prinzessin, insbesondere. Ich bin auch keine. Peter sagt, hallo zusammen, hätte euch fast verpasst. Ja, du hast noch 15 Minuten mit uns. Kann ja wohl nicht sein.
So. Nehme ich den F3 weg. Könnte ich machen. Wieso habe ich eigentlich schon wieder so wenig Zeit? Du hast einfach zu viel geredet. Prinzessin oder nicht, liegt im Auge des Betrachters. Ich kann es halt absolut nicht leiden, wenn mich jemand so nennt. Mir Denn kommt bei es schon mir, drauf das an, wer trifft. mich so nennt, aber. Nee, bei mir trifft das einen Nerv und das, So, und um die Frage zu beantworten, bekomme ich eine Nummer, Sonja? Nein. Und bitte frag mich nochmal. Danke. Dann gibt die aber auch jeden Bauern, oder? Ja, schon. Will er sich jetzt Patt setzen oder was ist der Plan da? Okay. Na gut, das nach B6 lasse ich dich nicht, mein Guter. So, jetzt einfach. Was macht er denn da? Weiß ich auch nicht. Also, Endspieler hat er nicht studiert, wie der Cool. Ich muss schnell sein. Ach so. Jetzt ist schön noch Matt in 2. Nee, das. Nee, warte, ach, das ist Patt. Oh, das ist Was ja ein für ein richtiger Trickser. Fuchs. Alter, das ist ja ein richtiger Fuchs. Aber Hier, soll ich nimmst du machen, lieber, sonst ja? gehst du. Ja, sonst verlierst du noch auf Zeit. Boah. Oh. Oh, krass. Was für. Turm G1? Nicht schlecht. Ich dachte gerade so, oh, ich müsste mal Turm G2 machen. Was ist denn Turm G1 für ein Zug? Naja, das ist irgendwie Patt, ja. Ich konnte auch gar nichts mehr machen. Oh, H4 hat alles versaut, ja. Okay, sehr stark, Johnny Bilou. Aber ich Also, rate hat dir auch. trotzdem langfristig deine Bauern zu behalten. Warum ging F5 nicht? Also, F5 nimmt man halt auch den Turm raus und dann ist trotzdem Patt. Ja, das ist das Problem. Ja. So. Na komm, Little Gary. 3 plus 2 klingt doch super. Wenn wir schon 5 Minuten brauchen, um die Seite zu laden. Johnny geht fürs Pattbild. Das stimmt. Der hat sich hier einiges ausgedacht. Ja. Okay. B3. Was machen wir denn da? Weiß nicht. Hab jetzt keinen Bock mehr. Oh Mann. Johnny schreibt, der war für Kugelbuch. Ja, so sah es auch aus. Also das Pattbild, das war echt, das hast du echt vom Meister gelernt. Das war nicht schlecht. Springer E2. Little Gary. Wie oft haben wir schon gegen Little Gary gespielt? 10 Mal. 9,5 zu 1,5. Ich habe bestimmt das noch nie gemacht. Wir tippen, das habe ich gemacht, aber. Dangerous Ride, ich glaube, heute kommt keine Partie mehr gegen dich. Du siehst doch, ich. Ja. Ob ich das neue Lifetime-Repertoire von Chesterbill spiele? Ich habe es leider noch nicht gesehen. Aber. Der Seturaman, der hat natürlich Ahnung. Und wenn der das empfiehlt, dann hat das bestimmt einen Grund. Immerhin habe ich das Läuferpaar, Patrick ist da. Was? Patrick, hallo. Man kann immer noch etwas lernen. Bei uns? Oder woher denn das? So. Ja, bei uns kann man was lernen, klar.
Jetzt geht für Sonja die Sonne auf. Endlich wieder ein Verehrer. Doch. Nee, Patrick ist doch vergeben, das wissen wir doch. An die gute Isabel. Aber Patrick ist ja seit dem ersten Stream da. Deswegen, ich gucke auf meine Schäfchen. Schäfchen, schwieriges Wort. Und deswegen frage ich, ob Patrick da ist. Das ist ja klar. Sehr logisch. Danke. Und danke an Elena. Um das hier nochmal namentlich zu erwähnen. Uns wurde gesagt, man soll immer die Leute mit Na beim Namen nennen. Stimmt. Beide Patrick sind sagt, da. beide sind dann, bedeutet das, Isabelle ist auch da? Ich glaube, das meinte damit, ja. Okay. Liebe Grüße an die gute Isabelle. Wieso nehme ich eigentlich nicht mehr auf F6? Kannst Meine du immer Güte, noch bin auf, ich oder? schlecht. Ja gut, aber hätte das vielleicht auch irgendwann mal verhindern können. Quatsch. Quatsch. E6. Mausslip. Das war bestimmt dein Mauslip, oder Little Gary? Das war locker ein Mausslip. Das tut mir sehr leid. Bei Chess 24 kann man aber auch nicht zurücknehmen, ja? Also gar nicht. Nee. Gehört sicher auch so. Okay. Eine Partie noch, würde ich sagen. Alex Floripa. Klingt auch gut. Welche Maus könnt ihr eigentlich fürs Online-Schach empfehlen? Also, ich bin da absolut kein Experte. Hast du nicht eine Maus geschenkt gekriegt? Ja, schon, aber ich kann ja nicht, wenn ich eine Maus kenne, die empfehlen, oder? Also, Aber ist man die muss ja gut? was vergleichen. Ist halt eine Maus, ja. Also, Ich weiß immer noch nicht, was mir Kastrita König geschickt hat. immer noch nicht. Setz dich doch mal ins Auto und hol's ab. Ja, ich mach. Wenn ich mal einen Angriff nehme, demnächst. Demnächst. Hi Sonja und Josephine, wie viele Schachbretter habt ihr eigentlich daheim? Ich habe zwei. Sechs vielleicht? Wie viele? Ich glaube sechs. Aber das sind alles nur solche Zier-Schachbretter. Mein Opa kauft die immer und schenkt mir die dann immer zum Geburtstag und so. Springer D5, den habe ich nicht kommen sehen. Den macht man doch gar nicht. Danach Tja. macht man mit Sicherheit nicht Springer E5. Ach. Da hat er dich jetzt ausgetrickst. Hat er ja. Du bist doch Influencerin. Wer sagt, dass ich Influencerin bin? Hab ich noch nicht mitbekommen. Du bist doch Influencerin, also empfehl mal. Halt mal Aber schön die Maus in die Kamera. warum bin ich Influencerin? Ich influenze doch gar keinen. Du influenzt schon viele Leute. Aber, glaube ich nicht. Ja. Josephine, wir haben lange kein Bullet gespielt, sagt Patrick. Heute nicht mehr. Nee, ich glaube, heute ist das System auch ein bisschen zu langsam dafür. Ach, dangerous right. Alle Streamer sind laut Definition Influencer. Und wie definiert man Streamer? Jetzt stellst du die schwierigen Fragen. Theorie ist, glaube ich, C schlägt D im Grünfeld. Das ist richtig. Und danach macht man Springer E5, wenn man ein bisschen drücken will. Gut.
Ja, genau, aber was influenzen Josi und Sonja hier? Das ist die, das ist eine richtige Frage. Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist Schach? Quatsch. Quatsch. Quatsch, das ist ja Quatsch. Das ist ja Schwachsinn. So. Was macht man hier? Raumvorteil und so, ne? Ah ja, Patrick ist also anscheinend auch beim Geschwätzblitz von Matthias um 10. Also das ist gut. Person, die selbst erstellte multimediale Inhalte auf einer Plattform für das Streaming bereitstellt. Ha. Na gut. Lassen wir das erstmal so stehen. Die Einstellung zu Stafford, ja, aber die kommt ja nur von einer von uns beiden. Also ja, ich meine, wenn man sich meine Eröffnung anguckt, da ist Stafford jetzt nicht... Ne? Ist schon deutlich schlechter als der Rest. Okay, aber deutlich schlechter würde ich nicht sagen. Ich finde schon. Ich habe da schon manche Varianten, die sind auch... Okay, aber Stafford verliert, forciert. Also. Die sind auch heftig. Also ich habe mich einmal mit Josephine zusammen vorbereitet. Wir lagen beide so im Bett, beide mit unseren Laptops auf dem Schoß. Und wir haben uns quasi genau dieselbe Variante angeguckt. Sie mit schwarz, ich mit weiß. Und dann wollte ich mal gucken, wie ihre Datei aussieht und dann wie meine aussieht. Und meine war vielleicht so ein Viertel von dem, was sie hatte. Also ich war so... Und das war eine Eröffnung, die ich eigentlich nie spiele. Ja, genau. Ich war richtig fasziniert und es war noch so richtig lieb, weil sie hat dann so gesagt, weil ich wusste an manchen Stellen, da war meine Analyse quasi vorbei und ich wusste gar nicht, wie es weitergeht. Und ihre Analyse ging dann natürlich noch so 10 Züge oder 15 Züge weiter. Und sie meinte so, nee, da musst du noch das und das und das machen. Ich habe die Partie im Endeffekt gewonnen, aber auch... Und ich nicht. Aber auch quasi nur dank ihrer Hilfe. Aber ich habe auch gegen so ein fieses indisches Kind gespielt. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und ich habe gegen einen etwas älteren Herrn gespielt. Ja. Aber das war schon, da war ich sehr, sehr beeindruckt. Aber jeder kennt jetzt Stafford Gambit. Also ich meine, das ist bekannter als Königsindisch. Das stimmt mittlerweile, ja. Also das finde ich halt sehr traurig. Naja. Was heißt älterer Herr für dich, liebe Sonja? Sagen wir einfach, mein Kind war, also das Kind war so 13 und der Herr war halt älter als 13. Der Herr war ein bisschen betagter, ja. Aber sehr, sehr nett, sehr, sehr freundlich. So, gewinnst du jetzt einfach auf Zeit? Ich wollte eigentlich gerade B5 machen, aber jetzt noch A5 vielleicht nicht mehr. Oder vielleicht. Achso, wegen nehmen und Turm schlägt D4 oder so? Oder nee, auch. Oh, nee, ich habe keine Angst, aber ich wollte vorher B5 machen, weil der Bauer auf A6 stand. Jetzt kann ich ja vielleicht einfach mal Turm A1 machen oder sowas. Oh, guck mal, Isabelle hat jetzt auch ein Foto mit Patrick drin. Ach. Das ist ja richtig süß. Ich freue mich für euch. Ich freue mich für euch. So. Ich glaube, ich habe es geschafft. Es war mal wieder eine Qual. Es war mal wieder ganz schlimm. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wir spielen immer schlecht am Dienstag. Und so. Vielleicht sollten wir uns einfach einen neuen Tag aussuchen. Eigentlich habe ich letzte Woche Dienstag gut gespielt. Stimmt. Ich habe aber am Donnerstag auch nicht so schlecht gespielt. Gut, und wir haben trotzdem irgendwie 30 Punkte verloren, ja. Also. Gut, weil ich halt eine Partie verloren habe. Aber es ist ja immer so, irgendwie wir spielen, weiß ich nicht, so 10 Partien oder so. Und dann gewinnen wir halt bei allen plus 1 und dann spielen wir halt 1 schlecht und dann verlieren wir halt dann 30. Ja, wie heißt jetzt der nächste Stream? Gucken wir mal. Und wir versuchen euch weiter mit Schachtipps zu versorgen. Ich habe nämlich, einer meiner Schüler hat gefragt, ob ich irgendeinen Stream
empfehlen kann, wo so Schach erklärt wird. Und mir ist aufgefallen, heutzutage erklärt keiner mehr Schach, alle machen nur irgendwelchen Quatsch. Und wir eigentlich auch, aber vielleicht können wir ja auch was Lehrreiches dazu erzählen. Genau, vielleicht nächstes Mal weniger reden, mehr spielen. Ja. Ansonsten danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst Kommentare und Daumen und so bei YouTube da, natürlich nur die nach oben. Die nach unten Genau. will keiner sehen. Richtig. Und schaltet wieder ein. Und ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.